Anolis bringt tolle Mediabooks von den Filmen der britischen Hammer Studios auf den Markt. Doch einige Titel fehlen uns noch. Und was wir uns so wünschen würden, das zeigen wir euch einfach jetzt. Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen hier zurück bei Music and Cinema. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch die Themen Musik und Filme interessieren, gerne ein Abo dalassen. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten und ihr habt den Vorteil, ihr verpasst kein Video mehr. Denn ihr wisst ja, es gibt immer viel zu entdecken bei uns. Ja, und heute geht es um die Firma Anolis. Die meisten von euch kennen diese wunderbaren Mediabooks, die Anolis mit Filmen der britischen Hammer-Firma aus dem Markt gebracht hat. Die Mediabooks sind ja wirklich klasse. Jeder kennt die Dracula-Frankenstein-Filme. Und Anolis hat nicht nur diese Horrorfilme auf den Markt gebracht, sondern zum Beispiel auch Thriller- oder Abenteuerfilme. Unter anderem The Vengeance of She. Ja, und wir haben uns jetzt überlegt, welche Filme fehlen noch in dieser Sammlung. Und hier würden wir einfach mal gerne zwei Vorschläge machen. Los geht's natürlich mit dem Original von The Vengeance of She. Einfach betitelt mit G. Hier hat die Ursula Andres die Hauptrolle. Den Film gibt es ja leider bei uns weder auf DVD noch auf Video. Das wäre doch mal eine wunderbare Idee für ein Mediabook. Hier seht ihr die amerikanische Laserdisc und ein wunderbares Porträt von Ursula Andres. Und hier natürlich einige Bilder aus dem Film, die Handlung und die technischen Daten. So einen Film rausgebracht in einem Mediabook, ähnlich wie The Vengeance of She, das wäre doch der Traum. Und er würde wunderbar in die Reihe passen. Wenn wir uns dieses Mediabook hier ansehen, ist der wirklich klasse gemacht. Immer interessanter Text, tolle Fotos, schöne alte Aushangbilder, wunderbar. Über eine solche Ergänzung würden wir uns natürlich sehr freuen. Der deutsche Titel ist übrigens Herrscherin der Wüste. Hier eine Bootleg-DVD, leider ist der Film ja nie offiziell herausgekommen. Aber er ist wirklich wert angesehen zu werden. Aber auch diese DVD ist liebevoll aufgemacht. Hier sehen wir einige Bilder. Natürlich die Handlung. Und die technischen Daten. Bonusmaterial gab es hier natürlich keins, ist ja ganz klar. Und wir haben noch etwas über diesen schönen Film gefunden. Und zwar die Soundtrack-CD, und zwar als Double Feature She and The Vengeance of She. Diese beiden Filme gehören ja doch irgendwie zusammen. Auf der Rückseite die Tracklist und hier ist auch Christopher Lee zu sehen. Und nicht nur Ursula Andres war bei dem Film dabei, auch Peter Cushing hat mitgespielt und John Richardson. Und hier haben wir auch schon ein Booklet zum Film. Das kommt zwar aus der CD, aber als Anregung für ein Mediabook-Booklet wäre es doch toll. Der Text ist hier natürlich nur in Englisch. Aber die Bilder sprechen für sich. Der Rest des Booklets geht um die Fortsetzung The Vengeance of She. Aber auch auf Double Feature sieht es recht gut aus. Und hier noch Werbung für weitere Hammer-Titel. Und auch die CD innen ist super aufgemacht, ein tolles Porträt von Ursula Andres. Und innen noch ein schönes altes Aushangfoto, hier ist auch Christopher Lee zu sehen. Und auch die Covergestaltung sollte kein Problem sein. Es gibt nämlich wunderschöne Plakatmotive von She. Seht euch dieses schöne Poster an. Erstklassig, oder? Und hier noch ein weiteres Motiv. Das deutsche Kinoplakat Herrscher in der Wüste schaute ähnlich aus.
Ja, und dann haben wir natürlich einen weiteren Vorschlag. Ein Film von den Hammer Studios, Banditen auf dem Mond. Ja, auch von diesem Film wäre ein Mediabook natürlich schön und würde wunderbar in die Reihe passen. Hierbei handelt es sich um einen Science-Fiction-Film. Der Film ist sich nicht ganz klar darüber, soll er jetzt humorvoll sein, soll er Horror bringen, aber er ist sehr interessant anzusehen. Hat eine tolle Musik, tolle Darsteller und ist wirklich knallbunt. Und hier sehen wir wiederum eine Bootleg-DVD. Auch dieses Cover sieht sehr gut aus. Hier der Originaltitel Moon Zero 2. Auf der Rückseite einige Aushangfotos zu sehen. Die Handlung. Und natürlich die Credits und technischen Daten. Wie gesagt, es war leider nur eine Bootleg-DVD. Sie war aber auf jeden Fall schön gelabelt. Den Film gab es in England auch nur als Bootleg-DVD. Hier war das Cover nicht ganz so schön gestaltet. Aber nichtsdestotrotz, der Film war darauf in guter Qualität vorhanden. Und meines Wissens die einzige offizielle Veröffentlichung gab es in den USA, und zwar als Double Feature Moon Zero 2 und When Dinosaurs Rule the Earth. Sehr schön gemachte DVD. Hier die Inhaltsangaben. Ja, und wir haben auch noch altes Kinomaterial gefunden. Der Film liegt nämlich bei uns im Kino. Hier haben wir ein kleines Plakat. Auf der Rückseite das Bild des großen Plakates. Einige Aushangfotomotive. Und hier sehen wir schon, eigentlich sollte auch Horror mit im Spiel sein. Und wenn wir das Plakat jetzt auffalten, ein Originalplakat aus dem Jahr 1969, Banditen auf dem Mond. Es gab auch noch ein großes Kinoplakat davon. Hier sind auf jeden Fall noch die Inseratmatern. Mit diesen Drucken wurde für die Zuschauer in den Zeitschriften geworben. Und dann haben wir noch schöne alte Aushangfotos gefunden. Diese Aushangfotos sind handkoloriert, die Farben sind deswegen nicht ganz so optimal, aber nichtsdestotrotz schöne alte Raritäten. Und hier sehen wir schon Action auf dem Mond, Liebe im Raumschiff, ein wirklich schöner Science-Fiction-Film. Er würde wunderbar in die Anolis Hammer-Reihe passen. Und es gibt sogar Tänzerinnen auf dem Mond, denn heute ist ja Wildwestwoche. Natürlich gibt es auch einen Immigration Service auf dem Mond, kann ja nicht einfach jeder kommen. Eine Reisegesellschaft. Und natürlich Astronauten in Raumanzügen. Und Action im Weltall gibt es natürlich auch. Und es gäbe auch wunderschöne Plakatmotive für verschiedene Mediabook-Cover. Seht euch das einfach an, sieht doch klasse aus, oder? Hier ist wieder das etwas farblose Motiv. Aber wenn wir hier rüber schauen, das sieht doch knallig bunt aus. Ja, liebe Leute von Anolis, falls ihr das Video seht, vielleicht sind es Anregungen für euch. Wenn ihr Material brauchen könnt, Aushangfotos, sonstige Vorlagen, gerne in die Kommentare schreiben, ich stelle gerne die Sachen zur Verfügung. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn in naher Zeit Mediabooks rauskommen würden. Das würde die Sammlung natürlich sehr bereichern. Ja, auf jeden Fall, eure Reihe ist toll. Die Mediabooks sind immer klasse, die ihr herausbringt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Arbeit. Und über neue Sachen würden wir uns natürlich sehr freuen, ganz klar. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Den Kanal abonnieren, nicht vergessen die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wenn ihr Lust habt, schaut einfach wieder rein bei Music & Cinema. Es gibt ja immer viel zu entdecken bei uns. Macht's gut und bis bald.